3, 2, 1! Ja, in der Stadt ist der Wald hier! Dritter Flugfeld Firmenlauf mit 2604 Läuferinnen und Nordic Walkerinnen! Also dritter Flugfeld Firmenlauf, ja, ja gut, wir haben natürlich hier in der dritten Auflage neuen Teilnehmerrekord, 2604 Anmeldungen. Vor 3 Jahren hätte man da nicht mit gerechnet, das ist natürlich Wahnsinn. Aber klar, die Firmen, die sehen es als Event, man kann zusammen mit dem Chef, mit dem Azubi, kann man laufen gehen und mal in ganz lockerer Atmosphäre und nachher vielleicht noch ein alkoholfreies, schönes Schönbuchweizen trinken und das genießen natürlich die Läuferinnen und Läuferinnen. Und wir haben nicht mehr Teams in diesem Jahr, sondern die Teams haben einfach aufgestockt und das ist natürlich gigantisch. Wir haben zum Beispiel die Firma Eisenmann, die das erste Mal dabei ist, die war sonst immer beim Stuttgart-Firmenlauf dabei. Und die hat gesagt, nee, komm, wir gehen nach Böblingen und wir machen nachher eine Party bei uns hier bei Eisenmann und das ist genau das, was wir eigentlich wollten. Wir haben einen zweiten Start eingeführt und zwar Nordic Walker. Der wird nach dem AOK-Bogen stattfinden und auch da haben wir einen Wahnsinnszulauf. Also über 100 Walkerinnen und Walker gehen nachher auf die Strecke und ja, das spricht einfach für sich. Viele sehen es natürlich als Selbstläufer, das ist nicht. Wir haben jetzt hier fast 100 Helfer im Einsatz, bei denen möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bedanken. Ohne die könnten wir so eine Veranstaltung nicht durchführen. Und ja, jetzt warten wir einfach, hoffen wir mal, dass das Wetter hält. Dahinter kommt gerade eine dunkle Wolke. Ne? Und hoffen wir, dass alle gesund ins Ziel kommen. Das ist nämlich beim Firmenlauf immer so ein bisschen, der Firmengedanke ist da, aber es sollte eigentlich Spaß machen und jetzt nicht unbedingt der Chef schlagen und auf Teufel komm raus hier an die Leistungsgrenze gehen. Da hoffen wir, dass nichts passiert und wir freuen uns jetzt auf den dritten Flugfeld Firmenlauf.